Um die beiden geht's heute. Um diese beiden Petroleumlaternen. Das sind ja Lampen. Das sind eigentlich sind Lampen. Ich nenne es mal Laternen, weil sie halt oben und zu sind. Sturmsicher sind sie. Garantiert sturmsicher, steht hier sogar drauf. Ja. Und jetzt erstmal sage ich das bei der Torres willkommen zu einem neuen Video. Gerade lädt gerade das Video vom Transportwagen hoch. Ich weiß also noch nicht, wie es ausgegangen ist, aber ich wollte schon mal das neue Video drehen. Ja, heute soll es um diese schönen Laternen gehen. Die sollten eigentlich in Schrott, aber dafür fand ich sie zu schade. Um sie so zu verkaufen, also über das Internet geht es gar nicht, da will keiner mehr haben. Darum dachte ich, ich restauriere mir die mal schön. Die kann ich schön auf der Terrasse hängen. Ich weiß auch nicht genau, wie ich das machen will. Eine soll grün werden, die andere soll grau werden. Also grün natürlich hier, Hammerschlag. Ich weiß auch nicht, wie ich das mache. Ich probiere es mal. Ich beginne jetzt mit der Demontage der kleinen grünen Lampe, weil ich habe von dem, was ich hier mache, keine Ahnung. Ich habe das nicht gelernt. Ich habe so eine Petroleumlampe noch nie wirklich beachtet. Weil ich früher Heidi geguckt habe, ob der lustig oder so heißt. Die hatten irgendwie immer so eine Petroleumlampe. Ich fand die irgendwie damals cool. Darum habe ich die damals geschenkt bekommen, aber auch seit 20 Jahren nicht benutzt. So, dann habe ich so ein Ding hier halt bekommen, oder die beiden Dinger. Ich habe noch eine dritte, die ist komplett verrostet. Das kommt im separaten Video, glaube ich. Ich fange jetzt mal an, die zu demontieren, so wie ich glaube, dass es richtig ist. Das ist die gesamte Lampe. Hier kommt das Petroleum rein. Petroleum ist ein Brennstoff. Kriege ich jetzt so ohne Zange nicht auf, auch wenn es gerempelt ist. Man kann hier quasi das Dach anheben, sodass man hier das Glas rausheben kann. Ebenso kann man diesen ganzen Mechanismus anheben, sodass ich dann hier den Docht tauschen kann. Der Docht ist übrigens sehr schwergängig, also da kommt nichts mehr raus. Ich habe übrigens das Glück, dass ich einen Laden in meiner Nähe habe, wo man solche Petroleumlampen Döchte heißt es, dass man die noch einzeln kaufen kann. Also ich weiß nicht, ich habe noch nicht nachgedacht, ob man die auf Amazon kaufen könnte oder so bei eBay. Ich kaufe die ganz lokal. Ich bin Heimatshopper. Ich unterstütze die lokalen Geschäfte. Genug geschlampt, ich muss das Ding jetzt auseinanderbauen. Dass ich das Teil rausbekommen habe. Ich habe gerade schon mal geguckt, ob ich das hier irgendwie auseinanderkriegen kann. Bislang habe ich das noch keinen Weg zu gefunden. Ja, jetzt gleich aber. Da ist ja wohl irgendwie eine Feder drin, aber ich weiß nicht, wie ich das ganze Teil hier auseinander bekomme. Da werde ich gleich mal recherchieren. Hier muss ich glaube ich den kleinen Draht, den Draht hier aber umbiegen. Ich hoffe, das schaffe ich mit meinem Metal hier. Hier ist noch ein kleiner Draht. Als guter YouTuber hätte ich das jetzt rangezoomt, aber ich habe Bock zu. Das ist Draht, das ist ein dicker Draht. So, ich hab mich rausgeschnitten. Wie ihr gerade sehen könnt, ich konnte diese kleinen Laschen nicht abkriegen, sodass ich auch diese Platte da nicht abkriegen konnte. Ich sprühe das jetzt mal hier mit dem Rostlöser ein. Vielleicht bringt das sowas.
auch diesen Dochthalter, Dochtversteller, spiele ich hier mit diesem Rostlöser mit Vielfachwirkung ein. Ich denke mal, schaden kann es ja nicht. Wenn man schwer zugängliche Stellen rosten will, dann oder mit von Farbe entlacken will oder entlackieren will, dann benutzen viele YouTuber immer einen sogenannten Farbabbeizer, Color Remover, Paint Remover heißt es so. Da geht bei YouTuber ganz einfach. Teilweise haben sie sogar so eine Spraydose, die spritzen das dann einfach auf das Werkstück, lassen es einwirken und fummeln das dann einfach mit der Drahtbürste runter. Das fand ich immer so toll, als ich selber noch kein YouTuber war. Da haben wir auch mal diesen Farbabbeizer gekauft, so eine zweite Kübel davon. Ich habe ihn einmal gekauft, um meine große Werkbank zu bauen. Das war eine fertige E-Träger mit Farbe drauf. Da hat das nichts gebracht. Und dann hatte ich einmal den Bathroom-Burner gebaut. Den habe ich auch damit lackiert. Das hat auch so einigermaßen funktioniert. Mal gucken, ob das heute funktioniert. Ich habe das Zeug ja da. Ich brauche das sowieso nicht, also kann ich nochmal drauf spielen. Vielleicht hilft es ja, vielleicht nicht. Ansonsten muss ich dann wieder Schleifpapier runter machen. Aber erstmal versuchen wir jetzt die Laschen zu öffnen. Ich stelle jetzt einfach alle Teile hier rein. Dann mache ich mir mal hier schön Farbeimer auf oder ein. Gab es da so einen Trick? Ja. Ich nehme diese Dieselhandschuhe, weil die halt umsonst sind auf der Tankstelle. Dann rühre ich mir doch erstmal schön hier die Farbe einmal um. Riecht ganz angenehm, muss ich sagen. So sieht das jetzt noch ungefähr 10 Minuten einwirken lassen. Ist glaube ich noch gar nicht mal gesamt 10 Minuten, nachdem ich den Rest gerade gedreht habe.
Ihr seht schon mal, das löst sich schon fast voll an. Ich habe einen Pinsel gegen getupft. Das scheint sich so zu lösen. Da geht's. Da geht's auch so weg. Ich mache das gleich mit dieser Drahtbürste. Wie ihr gerade im Zeitraffer sehen konntet, habe ich die Farbe soweit abgebürstet. Danach habe ich das mit ganz normalem Regenwasser abgewaschen. Hier sind natürlich noch kleine Reste überall dran. Kriege ich aber auch so locker runter. Ich fange jetzt ein bisschen an zu schleifen. Zum Schleifen, ich fange jetzt einfach mit 80er Körnung an. Und dann mache ich das mit 180er weiter. Ich werde das gleich mit verschiedenen Schleifbändern, einmal mit 80er Körnung, dann noch ein bisschen mit der Drahtbürste und mit 180er Körnung hier bearbeiten, sodass die ganze Farbe runter ist. Vorher werde ich es mit dem Handtuch abtrocknen. Ich gehe doch erstmal mit der Draht drüber. Ich habe mich dazu jetzt entschlossen, ein bisschen maschinell zu arbeiten mit dieser Drahtbürste. Drahtbürsten auch für den ganzen konventionellen Akkuschrauber. Mit dem Ding hoffe ich, versuche ich in diese engen Spalten, hier und da kommst du da schnell mit der Hand rein, dass es eben hiermit besser geht. Probieren wir eben aus. Hier habe ich die kleinen Einzelteile von der Lampe, dann den Bügel und das Ding, wo das drauf ist. Ich balsamiere das jetzt einfach mit WD-40 ein, weil ich habe gleich Feierabend, muss nämlich noch einkaufen. Ich habe das jetzt deswegen mit hier WD-40 eingesprüht, auch wenn ich es nachher lackieren will. Einfach weil das blankes Blech ist, dünnes Blech ist, das ist jetzt auch angeschliffen und mit der Säure beendet von dem Farbarbeitspaste, ihm hier. Und wenn ich das jetzt so stehen lasse, das konnte ihr gerade aus dem Video sehen, das fängt schon leicht an zu gammeln. Und wenn ich das jetzt einen Tag stehen lasse, wäre es komplett mit Rostschicht überzogen, die dann wieder abzuschleifen, das ganze Blech durchgeschliffen. Das lohnt sich nicht, darum sprühe ich das mit WD-40 ein und hab's mit WD-40 eingesprüht. Ja, dann sehen wir uns nachher, gleich im Video zum Schleifen weiter, dann wird lackiert, dann wird es wieder zusammengebaut hoffentlich. Aber vorher werde ich noch eben die Löcher hier vergrößern. Diese Bohrung da. Da. So, ich bohre diese Bohrung jetzt von 6 auf 7 mm auf. Wir haben jetzt einen halben Tag später. Ich habe die schöne Lampe hier auch noch mit Kriechöl eingeschmiert. Ich bilde mir ein, dass dadurch die Lackreste leichter abgeschliffen werden können, als hätte ich es jetzt nicht eingesprüht. An die gelernten Handwerker meiner Community könnt ihr mir gerne mal in den Kommentaren schreiben, ob es wirklich stimmt, dass wenn Lack sich mit Öl einbindet, eine Emulsion bildet, ob man das dann leichter abschleifen kann, ob das nur meine Fantasie ist. Also ich finde, das geht besser, als wenn es nicht eingeölt ist. So, wir haben jetzt den nächsten Morgen. Wie gesagt, die Lampe habe ich noch ohne euch eingeschmiert. Die Bohrung habe ich auch noch mit einem Senker entgratet. Das nennt man Kegelsenker. Den Petroleumtank nenne ich es mal. Petroleumvorratsbehälter, wie auch immer. Den habe ich gestern noch mit WD-40 geflutet, weil ich die Petroleumreste gerne raushaben wollte. Das WD-40 sollte die Petroleumreste lösen.
und werde da gleich Nitroverdünnung reinkippen, dass das alles raus ist. Nein, ich nehme keinen Bremsen rein hier. Ja, dass der ganze Scheiße halt raus ist. Ja, damit werde ich da halt irgendwie eine Flüssigkeit reinmachen, dass das nicht weiter rosten kann. Mal schauen. Hier haben wir die schöne Dose Nitroverdünnung. Das müsste man eigentlich schon als Kunstobjekt verkaufen, diese Dose, oder nicht? Die alte Decke passt schon mal noch. So, eine Zigarillo-Länge später, Hashtag Bierlänge. Werden wir mal diese Petroleum-Nitro-Verdünnungs-WD-40-Pampe da rausholen. Jetzt habe ich auch einen Fehler gemacht, na egal. Ich hätte auch die Nitroverdünnung nehmen können, die ich hier gerade rausgeholt habe zum Entfetten. Ja, nun nehme ich halt den klassischen Duplicolor, Quatsch, Presto. Bremsenreiniger ist dieselbe Firma. Ich weiß nicht, ob ihr was erkennen könnt, wie es da von innen aussieht. Ich kann wahrscheinlich nicht, ne? Egal. Bevor ich jetzt an meiner Laterne weitermache, werde ich mir erstmal eine Zigarre gönnen. Ja, es ist doch immer so schön, man gönnt sich ja sonst nichts. Was machen wir gleich noch? Ja, ich werde den Unterteil von dem Docht fertig zusammenschweißen wahrscheinlich. Mal schauen. Ich werde den Petroleumtank noch einmal mit Rostex einsprühen, dass es nicht weiter rosten kann. Dann werde ich Farbe anrühren, lackieren. Mal schauen. Ach ja, das Glas muss ich auch noch waschen. Ich habe das immer wieder vergessen, warmes Wasser rauszuholen. Was hängt hier denn da so verkehrt herum? Nein, ich habe es hier das ganze übers Wochenende den ganzen Mist, der noch drin war, raustropfen lassen. Nun werde ich gleich hier mit dieser wunderschönen Stier-Rostdingens hier einfach ein bisschen was reinsprühen. Vielleicht bringt das ja was. Ich werde den ganzen Spaß noch mit dem Bremsenreiniger entfetten. Jetzt regnet es auch noch, meine Güte. Hier, Verdünnung mit Nitroverdünnung wie immer.
Also ich habe jetzt hier alles fein säuberlich aufgehangen. Wie ich es mir schon denken konnte, ist mir das kleine Blech hier abhanden gekommen, was das Teil mit dem Teil hier verbindet. Ich bin hier gestern immer gegen diese Leine hier gestoßen. Da ist das alles runtergefallen. Ah, da liegt's ja. Geil. Ich habe das gerade beim Durchsuchen nicht gefunden. Ich hatte echt schon Angst, ich muss das noch nachfertigen. Da habe ich echt keine Lust zu, weil übermorgen muss das Video rauskommen, was ich jetzt heute drehe. Ist natürlich eine gute Schnittarbeit für mich, aber da brauche ich das Stück Blechchen hier gar nicht nachfertigen. Das finde ich schon mal gut. Ich kann das jetzt gleich einfach lackieren. Zu meinem Glück muss ich auch noch erzählen, dass ich habe hier gestern für mich die Farbe in dem kleinen Plastikbecher angerührt. Der Plastikbecher ist natürlich aufgeweicht oder hat sich aufgelöst durch die Nitroverdünnung. Dadurch ist dann dieser wunderbare Fleck entstanden und ich hatte schon wieder dicke Eier noch und noch, ja, weil die Farbe kostet Schweinegeld, die Arbeit war auch für den Arsch und wie ich gerade erwähnt habe ich auch keine Zeit. Muss ich aber doch trotzdem nochmal machen. Ich zeige euch jetzt einmal Lackiervorgang an der Lampe selbst. Ich will das hier nicht filmen, wie ich am Lackieren bin und da schaut mir die Kamera nur ein. Nein, ihr seid nicht in einem ASMR-Video. Ich muss ja noch diesen Glaszylinder, Glaskolben sauber machen. Da ich keine Hausfrau bin und gefühlt nur Glasreiniger kenne, werde ich jetzt einfach mal Glasreiniger sauber machen. Ist ja Glas. Steht da was drauf? Sprühdose, aha. Nur im freien oder gut belüfteten Räumen verwenden, das habe ich hier nicht. Ich massiere das gute Zeug einfach mal ein. Ich mache das jetzt hier sauber. Ich hoffe, der Regen stört euch genauso wie mich. Ich mache es einfach nur trocken sauber, habe ich es ja schon gemacht. Es ist zumindest besser als vorher. Sieht nicht mehr ganz so siffig aus. Der Rest sitzt jetzt hier schön zu trocknen. Für mich geht es damit morgen weiter. So, da stehen die Hauptteile. Hier liegt denn der Docht. Da wird alles schon da reingefummelt. Jetzt versuche ich das wieder zusammenzubauen. Und ihr könnt mir glauben, dass ich da so richtig keinen Bock zu habe. Ich weiß nämlich jetzt schon, dass das sowieso nicht so klappt, wie es klappen soll. Dass irgendwas kaputt geht, dass der Lack abplatzt ist und irgendein Scheiß. Ja. Ich formel einfach irgendwas zusammen. Wahrscheinlich, dass ich im Zeitraffer durchlaufen. Ich hätte mal Fotos machen sollen, wie das vorher aussah. Aber im Winter ist natürlich immer schauer. Hey man, how the hell you doing? I've been just fine living
So, ich wollte jetzt nochmal zum als vorletzten Schritt sozusagen die Intarsien, nenne ich es mal, die Buchstaben, die hier drauf verteilt sind. Wie zum Beispiel hier der Markenname und was da sonst so drauf steht, das Modell ist das, glaube ich, hier P75. Das wollte ich einmal mit dem Stift vorheben. Guter Restaurator hat jetzt einen dünnen Pinsel genommen und Farbe. Aber dadurch, dass ich meine Hand nicht ruhig halten kann, oder nicht vernünftig ruhig halten kann, mache ich das halt mit dem Stift. Vielleicht funktioniert es ja, vielleicht auch nicht. Zu guter Letzt werde ich noch ein bisschen Klarlack drauf sprühen. Hätte man auch machen können nach dem Lackieren, aber es sollte halt schon fertig werden. Dann mache ich es aber trotzdem. So, bevor ich euch jetzt das Endresultat dieser Restauration zeige, möchte ich mich fürs Zuschauen bedanken. Ihr könnt mir wie immer gerne liken und ein Abo dalassen, gerne auf Instagram und Twitter folgen, @romansgarage.ynt. Schreibt mir auch gerne mal in die Kommentare, wie ihr solche Restaurationsvideos findet und wollt ihr denn auch die Restauration von der Bremsenreinigerflasche sehen wollt. Nein, es geht einfach. Ich habe ja noch diese beiden anderen beiden Petroleumlampen stehen. Einmal die große gelbe, die ich euch schon zu Anfang des Videos gezeigt habe, und dieses gute Stückchen Rost hier. Soll ich die restaurieren und für euch filmen? Möchte die jemand haben? Gerne anschreiben und in die Kommentare schreiben. Wenn ihr die Restauration von den beiden Lampen nicht sehen wollt, dann brauche ich nichts zu machen. Ich finde diese Lampen voll hässlich. Ich brauche sie nicht. Und wenn ich mir überlege, wie viel Zeit und Geld und Arbeit da drin steckt, lohnt sich der Verkauf auch nicht. Ich meine, so eine durchrestaurierte Lampe würde auch nicht mehr als 20 Euro bringen, wenn überhaupt. Und da ich kein eBay Kleinanzeigen mehr habe, werde ich das schlecht gekauft kriegen. Der Port Farbe kostet 22 Euro, der Bremsenreiniger kostet Geld, der Schleifpapier kostet Geld. Und so weiter und so fort. Und wenn ihr das nicht sehen wollt, dann brauche ich es auch nicht zu machen. Kennt einer von euch einen guten Rostlöser? Die anderen YouTuber verwenden ja immer diesen MC51 Rostpullover. 37 Euro, so ein 5 Liter Kanister. Kennt ihr noch einen anderen, der gut ist? Ich kenne mich da überhaupt nicht mit aus. Aber das gute Stück kann ich ja nicht alles abschaffen, da bleibt mir nichts davon übrig. Darum bin ich überall ein bisschen sehr dankbar. So, und jetzt zeige ich euch. Creeping up.
Fire from the heathens, got will, got fight, got pride, got reason. If they wanna go eat, then you know I'm gon' feed them. If you're coming for me, hope you're ready for a demon. I got eyes in the back of my head, I'm seeing. Take me for granted and you know I'm leaving. I'ma take what's mine with the webs I'm weaving. I could take this crowd from seeing.